Die Einbindung der Neu- und Ausbaustrecke VDE 81 beginnt von Süden kommend kurz vor Hallstatt. Dieser Planungsabschnitt des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit, kurz VDE, ist 22 Kilometer lang. Ein ICE ist auf dem Weg von Nürnberg in Richtung Erfurt. Die von 2 auf 4 Spuren erweiterte Strecke kreuzt unmittelbar vor Hallstatt die Bundesautobahn A70. Auf den beiden äußeren Gleisen läuft der Schnellverkehr. Hier sind Geschwindigkeiten bis 200 km pro Stunde möglich. Die beiden inneren Gleise nehmen den bisherigen Verkehr der Strecke Bamberg-Hof auf, mit Geschwindigkeiten bis 160 km pro Stunde. Entsprechend fahren am Haltepunkt Hallstatt die Nahverkehrs- und Regionalzüge am Mittelbahnsteig ein. Der Zug rollt in Richtung Norden aus Hallstatt heraus und unterquert den Berliner Ring, der mit einer Brücke über die Bahntrasse geführt wird. Dahinter erweitert sich die viergleisige Strecke um ein weiteres Gleis. Es gehört zum Überholbahnhof Baden-Güßbach Süd. Kemmern folgen 2 Straßenbrücken, Straßenüberführung, Wirtschaftsweg Kemmern und die Autobahn.